Willkommen im Mittelalter. Ahoi, ich grüße euch auch. Besser gesagt in einer mittelalterlichen slawischen Siedlung, die an dieser Stelle bereits um das Jahr 1000 gestanden haben könnte. Der Ort, an dem wir uns befinden, liegt etwa 2 Kilometer westlich der bayerisch-böhmischen Grenze. Er heißt Bernau. Wer diesen Ort besucht, findet am Rand der modernen Gemeinde eine bemerkenswerte Attraktion. Sozusagen einen historischen Schatz. Dieser Schatz ist ein Freilichtmuseum. In ihm können Besucher einen Tag wie im Mittelalter erleben. Los geht's! Es ist wirklich toll hier! Verreisen Sie auch gerne? Was? Ein Ausflug? Hurra! Das gefällt mir. Ich werde gleich für die Reise packen. Wohin geht es also? Über die Grenzen unseres Landes hinaus? Über die Grenzen des Kontinents nach Afrika, nach Amerika? Mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Bus? Oder doch lieber mit dem Flugzeug? Werden wir mit einem großen Boot über den Ozean fahren? Oder vielleicht mit einer SpaceX-Rakete ins All fliegen? Nichts dergleichen. Wir befinden uns schließlich im Mittelalter und damals war das Reisen nicht annähernd so einfach wie heute. Im Mittelalter hätte es sehr stark davon abgehangen, in welche soziale Schicht man hineingeboren worden wäre. Gewöhnliche Dorfbewohner reisten fast gar nicht. Zum einen erlaubte ihnen die ständige landwirtschaftliche Arbeit dies nicht und zum anderen fehlten ihnen die Mittel dazu. Das Reisen war auch ziemlich gefährlich. Denn auf den Wegen lauerten Räuber, die nicht nur raubten, sondern auch töteten. Und in den Wäldern gab es wilde Tiere. Wichtig war auch die mittelalterliche Mentalität. Die Menschen waren abergläubisch, fürchteten sich vor allem, was sie nicht verstanden. Vor langen Reisen durch dunkle Wälder und einsame Berge, besonders nach Einbruch der Dunkelheit, hatten sie Angst. Brrr, Spukgeister! Ich glaube, ich will keinen Ausflug mehr. Bleibt die Frage, wer reiste im Mittelalter? Tatsächlich war man ziemlich viel unterwegs. Zunächst natürlich auf kurzen Entfernungen zwischen den Orten, um Dinge des täglichen Bedarfs miteinander auszutauschen. Aber wenn es um seltene Waren ging, dann ist man sogar zwischen Ländern gereist. Auf bekannten alten Handelsrouten mit großen Wägen, wie dem hier hinter mir, mit kleineren Karren. Und man hat alles an Luxusgütern und, besonders wichtig, an Gütern, die an manchen Orten nicht vorkamen, hin und her verhandelt. Gewürze zum Beispiel oder Lederwaren. Aus waldreichen Gegenden kamen Tiere und Felle, seltene Dinge, die man für Kleidung brauchte. Und natürlich auch Luxusartikel wie Waffen und Rüstung. Neben dem Warentransport wurden mittelalterliche Fernwege auch von Kurieren und Boten genutzt. Manchmal von wandernden Handwerkern auf der Suche nach Arbeit, von religiösen Pilgern, zum Beispiel Wandermönchen und Büßern auf der Suche nach Vergebung, von Studenten, die von einer Universität zur anderen reisten, aber auch von Rittern mit Truppen, die in die Schlacht zogen, oder von Monarchen mit ihrem Gefolge, zum Beispiel bei Krönungen. Was hat man auf einer Reise im Hochmittelalter getragen? Als Pilger zum Beispiel, wenn man lang unterwegs war. Zum Beispiel zur Zeit Karls des IV. Trug der Pilger einen weiten Wollmantel mit Kapuze. Dies diente als Schutz vor Kälte und Regen, aber auch als Decke. Beliebt war ein breitkrempiger Hut, der vor Regen und Sonne schützte. Schuhe waren von Vorteil, aber arme Pilger gingen auch barfuß. Ein Wanderstock war wichtig, nicht nur als Stütze in schwierigem Gelände, sondern auch als mögliche Waffe zur Verteidigung. Als Gepäck der Wanderer dienten verschiedene Stoff-, Leder- oder Korbtaschen, Gürteltaschen, Krummstäbe und kleine, direkt am Körper getragene Lederbeutel für Wertsachen. Wenn man nicht mit Waren reiste, war es besser, nicht zu viele Gegenstände bei sich zu haben. So bin ich richtig ausgerüstet. Los geht's! Na gut, dann lass uns mal sehen, wie im Mittelalter gereist wurde. Meistens zu Fuß. Säumer, wie die damaligen Transporteure oder Handelsreisenden genannt wurden, konnten bis zu 80 Kilogramm Ladung tragen.
Die üblichen Tagesstrecken betrugen zwischen 20 und 25 Kilometern. Die Säumer zogen meist in Gruppen, den sogenannten Säumerkarawanen. Häufig wurden auch Tiere zur Unterstützung eingesetzt. Ratet mal, um welche Tiere es sich handelt. Ich weiß! Wir reiten auf einem Pferd! Ja, das Pferd ist schnell und stark und eignet sich zum Reiten und Anspannen an einen Wagen. Ein gut angeschürtes Pferd kann bis zu 1000 Kilogramm ziehen und bis zu 170 Kilogramm Fracht auf seinem Rücken tragen. Mit einem Pferd konnte man 50 bis 60 Kilometer pro Tag zurücklegen. Und schnelle Kuriere schafften sogar 80 bis 100 Kilometer pro Tag auf einem Pferd. Hier war natürlich ein Pferdewechsel vorgesehen. Das Pferd ist allerdings im Allgemeinen recht anspruchsvoll, was Futter und Unterbringung angeht, sodass die Kosten für den Transport mit dem Pferd ziemlich hoch sind. Im Mittelalter war es deshalb eher ein Statussymbol für Adlige, Ritter oder Bischöfe. Oft wurde ein Esel zum Tragen der Fracht benutzt. Er ist im Gebirge wendig, kann bis zu 150 Kilogramm tragen, lässt sich auch von einem Reiter satteln und ist weniger anspruchsvoll in Bezug auf die Ernährung. Für kürzere Entfernungen wurden verschiedene von Menschen geschobene Karren verwendet und für den Transport schwerer Lasten wurden zweirädrige Karren mit einem angeschürten Tier eingesetzt. Vor allem vor der Erfindung des Pferdegeschirrs waren das Ochsenkarren, denn Ochsen sind stark und anspruchsloser als Pferde. Das Ochsenjoch war beliebt und häufig. Auch vierrädrige Ochsenkarren wurden für den Personentransport verwendet, insbesondere von Frauen mit Kindern, Alten und Kranken oder zum Transport von Verbrechern. Die Räder der Wagen waren aus Holz, entweder aus vollen Scheiben oder mit Speichen versehen. Immer groß, um ausgewaschene und schlammige Straßen oder Furten leicht zu passieren. Große Räder haben zudem die bessere Übersetzung, rollen also leichter. Der Radstand betrug etwa 120 cm. Auch der Transport auf Flüssen wurde genutzt. Aus einem einzigen Stamm ausgehöhlte Boote sind seit prähistorischen Zeiten bekannt und werden als Einbaum bezeichnet. Beliebt waren auch Flöße. Sicher ist sicher. Und wie haben sich die Menschen auf den Wegen orientiert? Karten und Pläne sind erst in der Neuzeit zu finden. Die Pilger waren es eher gewohnt, Einheimische nach dem Weg zu fragen. Wenn unterschiedliche Sprachen gesprochen wurden, unterhielt man sich mit Händen und Füßen. In den tiefen Grenzwäldern war die Orientierung nicht einfach. Es gab nur wenige Markierungen, nur Orientierungspunkte und Grenzsteine. An den Grenzen hier und da Steinkreuze. Die Wege waren zwar im Gelände gut zu erkennen, aber es war leicht, durch Schmugglerpfade, Maut oder Zollpreller vom richtigen Weg abzukommen oder sich bei schlechtem Wetter zu verirren. Da gehe ich lieber nirgends hin, sonst gerate ich noch in einen Nebel oder Schneesturm. Auf welchen Wegen reiste man? Meistens über alte Straßen. Aber wir sollten uns keine Autobahnen vorstellen. Meistens handelte es sich dabei, vor allem in den Grenzwäldern und im Gebirge, um unbefestigte Wege, die mit Spurrillen versehen waren. Schlammig und voller Hindernisse. Erst im Hochmittelalter wurden einige Wege gepflastert und verbessert, auf Teilstücken meist in Stadtnähe. Das war meist in Nähe von Städten so, also beispielsweise um Prag oder Nürnberg. Insbesondere die wichtigen, sogenannten Landstraßen fanden ab dem 14. Jahrhundert Beachtung. Das Befahren solcher Wege barg das ständige Risiko, im Schlamm stecken zu bleiben, auf unebenem Gelände ein Rad zu beschädigen, Hufeisen zu verlieren und Unfälle zu verursachen. Flüsse wurden an Furten überquert, das heißt an flachen Flussabschnitten, die mit dem Wagen oder zu Fuß durchquert werden konnten. Bis heute führen viele Dörfer und Städte, sowohl auf der tschechischen als auch auf der deutschen Seite der Grenze, dieses Wort in ihrem Namen. Deutsch, Furt, Tschechisch, Brot. Ja, ich kenne zum Beispiel Furt im Wald. Zum Überwinden von flachen Flüssen, Bächen, Sümpfen oder Mooren wurden verschiedene Holzkonstruktionen verwendet. Eine weitere Möglichkeit, den Fluss zu überqueren, war der Bau von Brücken. Zunächst Holzbrücken, an wichtigen Stellen später Steinbrücken. Eine der ältesten ist die Steinbrücke über der Moldau in Prag, die später in Karlsbrücke umbenannt wurde. Oder die Maxbrücke über der Pegnitz in Nürnberg.
Das Benutzen der Brücken war jedoch kostenpflichtig. Es wurde eine sogenannte Maut erhoben, die der Reisende einkalkulieren musste. Zum Ausruhen und zur Sicherheit der Reisenden waren die Landstraßen mit Gasthöfen ausgestattet, in denen man essen und schlafen sowie Tiere unterstellen und versorgen konnte. Möglicherweise gab es auch eine Schmiede und eine Werkstatt für kleinere Wagenreparaturen. Ähnliche Dienste wurden von einigen Klöstern entlang der Wege angeboten. Diese wurden oft vom Herrscher mit Erhebung von Zöllen beauftragt. Neben den Mautgebühren war dies eine weitere Gebühr, mit der die mittelalterlichen Händler rechnen mussten. Die Zahlung erfolgte häufig am Eingang der sogenannten Landestore, die eine Art mittelalterliches Zollhaus waren. Sie befanden sich in der Nähe der Landesgrenzen und waren oft mit Wachburgen verbunden. Solche Burgen waren zum Beispiel Fraumberg oder Flossenbürg. Den Herrschern reichte das aber nicht. Sie ließen für ihre Reisebequemlichkeit spezielle befestigte Reisestationen errichten. Eine davon werden wir gleich erkunden. Die Wachburgen und Wachposten entlang der Landstraßen dienten der Sicherheit der Grenze, der Landestore und der Reisenden selbst. Doch auch jenseits der Grenzregion konnte viel passieren. Die Reisenden mussten sich vor Räubern, Dieben und Betrügern in den Gasthöfen in Acht nehmen. Der Genuss von Alkohol und Glücksspiel war sehr unklug. Viele verloren so ihr Eigentum und manchmal sogar ihr Leben. Na sowas! Jemand hat mein Reisebündel in Charlie gestohlen! Wir, König und Kaiser Karl IV., dürfen ohne jede Bescheidenheit behaupten, dass wir ein erfahrener und geschickter Reisender sind. Als König von Böhmen mussten wir zunächst regelmäßig alle Länder der böhmischen Krone besuchen. Das heißt neben Böhmen auch Mähren, Schlesien, die Ober- und Niederlausitz, Brandenburg sowie Neuböhmen, auch Oberpfalz genannt. Zusammen mit unserem Vater Johannes von Luxemburg zogen wir auf einen Kreuzzug gegen die heidnischen Preußen bis nach Litauen und besuchten das berühmte Kaliningrad, das einst von unserem Urgroßvater Przemysl Ottokar II. Gegründet wurde. Aber die Expedition verlief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, und so fuhren wir zurück nach Italien. Wir wählten eine anspruchsvolle Route durch Ungarn, Kroatien und Dalmatien entlang der Adriaküste. Und wir müssen uns über die Bedingungen dort beschweren, weil unser Schiff von Piraten angegriffen wurde. Unsere spektakulärste Reise war jedoch die römische Reise von 1354 bis 1355. Denn in Rom wurden wir zum Kaiser gekrönt. Hurra! Es lebe unser berühmter Kaiser! Předvečer našeho pompézního vjezdu jsme se vypravili do Říma. Am Vorabend unseres großen Auftritts machten wir uns inkognito, als einfache Pilger auf dem Weg nach Rom, um die ewige Stadt ungestört und allein zu erkunden. Als Reichskaiser mussten wir dann viel reisen, vor allem zwischen Prag und Nürnberg, Frankfurt, Aachen und Luxemburg. Die feierlichsten unserer Reisen waren jedoch die nach Avignon, zwei römische Reisen und am Ende unserer Herrschaft die nach Paris, zusammen mit unserem Sohn Wenzel IV. Es war weder einfach noch billig, eine solche Reise vorzunehmen. Der Kaiser kann nicht mit leichtem Gepäck reisen. Das Prestige des Reiches steht auf dem Spiel, verstehen Sie? Wir wurden von einem großen Gefolge begleitet. Laut der Mainzer Chronik bestand unser Zug in Avignon aus 3000 Reitern. Nun, ein berühmter Kaiser zu sein, hat seinen Preis. Gewiss nicht nur wegen seiner häufigen Reisen kümmerte sich Karl IV. Um das Wegenetz des Reiches, insbesondere um die Landstraßen und sorgte für deren Modernisierung und Sicherheit. Als er die Oberpfalz erwarb, erlangte der alte Nürnberger Handelsweg besonders an Bedeutung. Sie hieß Goldene Straße. Aber dank Karl kennen wir sie jetzt als Via Carolina. Sie führte von Prag über Beraun, Rokitzan, Pilsen, Weipernitz, Nürschan, Oberseekaschan nach Kladrau, wo sie sich in zwei Richtungen verzweigte. Den Freimberger Weg, der nach Freimberg und dann nach Rooshaupt oder Tachau führte. Und den Egerer Weg, der von Mies nach Eger abzweigte.
Der Hauptweg des Pfraumberger Weges führte weiter nach Mautdorf, Brand, Sorghof, Tiergarten und Paulusbrunn. Jenseits der Grenze führte sie über die Städte Bernau, Plößberg, Püchersreuth, Neustadt an der Waldnaab, Altenstadt an der Waldnaab, Weiden in der Oberpfalz, Etzenricht, Kohlberg, Hürschau, Sulzbach-Rosenberg, Ehenfeld, Pommelsbrunn, Hersbruck, Lauf an der Pegnitz und Erlenstegen nach Nürnberg. Karl hatte den Plan, seine Stammlande in Westeuropa und sein Königreich Böhmen durch die Goldene Straße zu verbinden. Darüber hinaus wollte er die Strecke von Prag nach Brünn verlängern, um sie von dort aus auf drei Routen ins Baltikum, nach Kiew und nach Ungarn zu verzweigen. Allerdings gelang es ihm nicht, diesen ehrgeizigen Plan zu verwirklichen. Er kaufte eine große Menge Land in der Oberpfalz auf, um die Straße mit Stützpunkten und Handelsstationen auszustatten, die den Reisenden und ihm selbst den größten Komfort und vor allem Sicherheit bieten sollten. Es war eine Art mittelalterliche Autobahn. Ende des 15. Jahrhunderts wurde auch eine alternative Route der Goldenen Straße von Hirschau nach Wernberg-Köblitz, Leuchtenberg, Weidhaus und Frauenberg genutzt. Diese Route war als verbotene Straße bekannt und ermöglichte es, hohe Zölle und Mautgebühren zu umgehen. Ich habe mich wohl verlaufen. Kennt jemand eine nette Schenke? Kehren wir nun zur Reisestation Karls IV. In Bernau zurück und sehen wir, was die moderne, sogenannte experimentelle Archäologie leisten kann. Na, das lasse ich mir gefallen! Hier in Bernau, an der ehemaligen Goldenen Straße, der wichtigen Handelsroute zwischen Nürnberg und Prag, zwei wirklich großen Städten des Mittelalters, entsteht eine Reisestation Karls IV. Karl IV. Wurde ja zum deutschen Kaiser gekrönt und hat sich dann von seiner Kaiserkrönung zurück in sein Heimatreich Böhmen bewegt und hat festgestellt, dass das sehr schwierig war. Er musste verkleidet reisen, er musste mit Umwegen reisen und hat er sich geschworen, er wird diese Ost-West-Verbindung sehr stark ausbauen. Er hat dann ein System von Handelswegen und Reisestationen entwickelt und hat die in seinem ganzen Reich gefördert. Er musste ja immer reisen, denn er musste ja überall präsent sein, die Leute mussten ihn sehen. Diese Reisestationen waren Logistikzentren. Es waren keine großen Residenzen, sondern es waren Vorratsposten, es waren Pferdewechselstationen und wir wissen recht genau, wie sie aussahen. Es gab eine sehr große, wehrhafte Mauer drumherum, die bauen wir auch. In dieser Mauer gab es verschiedene Funktionsgebäude. Wir hatten einmal den Palast, in dem der Kaiser wohnte auf Reisen. Wir hatten solche Fachwerkgebäude, in denen seine Untertanen unterkamen, Lagerräume waren, Werkstätten waren. Wir hatten ein großes Torhaus, was sein Tor geschützt hat für die bewaffnete Begleitmannschaft. Wir hatten natürlich eine Kapelle in dieser mittelalterlichen Zeit und das alles, wie gesagt, von einer wehrhaften Mauer umgeben. So etwas entsteht hier mit Originaltechniken und Originalmaterialien dieser Zeit. Zum Schluss noch einen Blick darauf, wie Reisende in der mittelalterlichen Gesellschaft aufgenommen wurden. Einerseits war die Ankunft von Reisenden, insbesondere von Reichen und Adligen, eine willkommene Abwechslung, da sie das Prestige und den Reichtum der besuchten Orte steigerte. Andererseits, es gibt urkundlich belegte Einwände gegen Fernstraßen aus dem späten Mittelalter. Gründe sind, dass auf ihnen plündernde Truppen reisen, Fremde und Seuchen. Ein anderer Grund ist, dass Verlauf und Breite nicht festgelegt waren und durch Ausweichmanöver immer wieder bestellte Felder durchfahren wurden. Der große Zustrom von Bettlern und Kranken erhöhte wiederum die Sterberate in den Städten. Aber auch reiche Kaufleute waren nicht immer willkommen, denn ihre große Zahl auf den städtischen Marktplätzen schuf Konkurrenz und führte zu niedrigeren Preisen, was den lokalen Kaufleuten nicht gefiel. Nicht alle Reisende waren erfolgreich und erreichten sicher ihr Ziel. Im Mittelalter war es nicht ungewöhnlich, dass ein Reisender auf einer langen Reise starb, sei es durch Erschöpfung, Krankheit, Unfall, Ertrinken oder Mord. Na, das ist ein schöner Abschluss der Reise. Ein echter Ausflug in ein echtes mittelalterliches Dorf im Geschichtspark Bernau. Auf geht's! Ich habe schon gepackt!
Bis bald in Bernau.